So, ein wunderschön, herzlich willkommen zurück zu Clickerhero. Ja, genau, erstmal gucken. Aufnahme und so. So, sieht gut aus. Okay, Clickerhero, badam. Ja, wir stagnieren bei Level kurz vor 10.000. Hula, die Waldfee. Und ja, wir haben 1C31 geknackt. Yay! Zugegeben, wie man auch schon sieht, mit ein paar Skills. Aber dafür sind sie ja da. Deswegen spielen wir aktiv, damit wir die Skills auch benutzen können. So, was wir als nächstes mal machen, ist das hier vielleicht. Da warte ich aber jetzt nur noch 1,5 Minuten, bis ich das Ding aktivieren kann. Genau. So, und dann mal gucken, ob wir Level 10.000 knacken. So, wir haben erstmal hier ein paar Gilds. Oh, wieder gut 2000 Level geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind gerade bei Tsuchi. Bam. Heftig. Oh, das hat natürlich wieder eine ungerade Zahl. Kacke. Egal. So, wisst ihr was? Wir können einfach mal ein bisschen nachhelfen hier. Bam. So, dann machen wir hier Feier und dann kriegen wir das Level 10.000 locker. Aber sowas von locker. Na gut, wir müssen bis dahin kommen, ne? Und wir haben halt 11 Level pro Ebene. Hm. Mal gucken, ob wir das in 30 Sekunden schaffen, bis dahin zu kommen. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich eher weniger, weil wir brauchen alleine für ein Monster knapp eine Sekunde. Ja, nee. Die ersten geht schon wieder raus. Ach ja, stimmt, der Ding bleibt da auch länger. Da war ja. Na gut, dann schaffen wir es locker. Easy. Dann knacken wir heute live Level 10.000. Neuer Weltrekord quasi. Eine Doppelprimzahl quasi. Da kommen, bitte haltet noch durch. Ihr müsst bloß noch ein paar Monster. Was? Eine Minute. Ja! Oh mein Gott, ist das langsam. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird jetzt eher weniger. Machen wir hier. Aber so schaffen wir es auf jeden Fall. Okay, wir haben ja auch fast 2 Minuten Zeit dafür. Boom! Alter. Okay, das war geil. Wir haben ein Ei. Das lasse ich einfach mal. Und würde mal sagen, wir transzenden einfach mal. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt klauen wir uns erstmal direkt die Eier hier. Party hard. Party hard. Party hard. Party hard. Party hard. Party hard. Geh mal weg hier. Okay, Ruby ist weg. So, ruf da mit dir, ruf da mit dir, ruf da mit dir, ruf da mit dir, ruf da mit dir. So, dann gucken wir mal hier unsere Engines, Quatsch, unsere Vollidioten halt. Oh, einer gestorben. Na super. Weg mit dir. Du holst erstmal den nächsten. Oh, 24 Stunden Quest, kriegt mal der obere. Der hat in der Regel ein höheres Level, oder? Level 6, Level 5, ja. Gut, dann macht der mal die Quest. Nicht, dass es jetzt 5 Rubinen interessieren würden. Oh, 2 Tage. Ach, wird dann sowieso nicht überleben, aber... Oh, scheiße, egal. So, Agents. Siebenundzwanzig, kein Problem. Oh. 95 ist aber schon ein Problem. Quatsch, nicht 95, sondern 100 wäre ein Problem. Ich überlege gerade, ob ich auf 95 gehe. Gerade weil 100 halt ein Problem ist. Ich sag mal so, 95 reicht erstmal. So, das gleiche auch bei Admin. Wo ist denn der Typ überhaupt? Da oben. So, auch auf 95 und die restlichen lassen wir auf 90. Das sind dann du und du.
So, dann natürlich du. Du und du und du. Siehst du, kann man den eigentlich noch verbessern? Vargor? Nee, ne? Für Vargor gibt es keinen Outsider. Engine Coast, DPS, Primal Bob, Dis, Bubos. Ne. Na gut. So, dann kommt jetzt die netten Herren. Ich mache mal den ersten manuell, einfach weil ich gerade nicht weiß, was mich hier erwartet. Man kann es gerade sein, dass der Rechner ganz schön heftig beschäftigt ist. Kann sein, dass es das am Klickerprogramm liegt. Ich mache das mal bitte weg. Ich mache hier ein bisschen auch noch weg. Ansonsten ist hier noch was im Hintergrund aktiv? Nö, eigentlich nicht. Was bist du? Achso, genau, du kannst weg. Du kannst auch weg. Oh nö. Sehr suspekt. Der reagiert irgendwie ein bisschen träge gerade. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Aber jetzt geht's wieder. Hau, hau, hau. Achtundzwanzig, kurz 31, 30. Okay, gut, das geht. Das geht klar. Gut, also. Bis 1E15 kriegen wir die locker. Dann mach ich das auch mal. 1E15. Kopieren. Bam. 1E15. Bam. Das Schöne ist beim Einfügen zum Sagen, dass man mit Value arbeiten möchte, drückt man ja die V-Taste. Und zum Einfügen drückt man dann die Steuerung V. Was heißt von der Eingabe her super ideal. Finde ich ein bisschen nice. Ein bisschen geil. So. Jetzt haben wir schon gut ein Fünftel der Heroes aufgegeben. Haben aber mittlerweile auch alles, nahezu alles gekauft. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist Juggernaut. Und dann können wir die restlichen noch ein bisschen aufteilen. Okay, das heißt, Juggernaut kommt zuerst. Bam. So, nächste Level wird schon 1,30 kosten. Ah, na gut, 2,30 ist ja noch schlimmer. Gut, dann lassen wir den erstmal und gucken mal, was hier das nächste wäre. Oh, auch 1,53. Oh Gott. Ha. Ha. Okay, ich glaube, wir machen das mal hier mit E. Wir machen mal auf 1,5. Beziehungsweise wir machen das einfach wieder mit V. 1E14. So sind wir schneller. Nein, nicht 1E14, 5E14. So, wir wollen ja 1,5 E15 haben. So, V. Bam. Oh ja, das tut schon ganz schön weh. Bam. Au, das tut ja richtig weh. Ha. Uha. So, unsere Goldies auch. Hey, warum ist da 1? Okay. Whatever. So, alle anderen haben wir hier, genau. Machen wir das hier bei unserem Jojo auch noch. Das wären dann ja die Z-Taste, genau. Okay, jetzt haben wir alle auf 1,5. Mehr bringt, glaube ich, nicht. Wobei, wir haben jetzt noch ein Drittel unserer Hero Souls. Hä? Warum geht der hier gerade los? Habe ich gerade aus Versehen die A-Taste gedrückt? Okay. Na gut. Das ist halt so. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, es ist so ganz in Ordnung.
Wie gesagt, wir müssen später auf jeden Fall Babos hochleveln. Also hier den Outsider für Babos. Den müssen wir hochleveln. Kronos ist eigentlich egal. Das geht vollkommen klar. Und dann muss ich mal gucken, wenn wir das nächste Mal in einem hohen Level sind. Ich meine, wir kommen ja jetzt in der Transition garantiert bis Level 12.000. Naja, mal gucken. müssen wir ganz. Siehst du, wie viele Angels bekommen wir jetzt eigentlich schon? Oh, Digga, schon direkt 13. Das ist heftig. Das ist nicht schlecht. Das ist geil. Das ist geil. Hurra, hurra, Schule brennt und so. Ja. Nee, was wollte ich sagen? Genau, wir müssen bei der nächsten Transition mal gucken. Nee. Vor der nächsten Ascension gucken, wo es hier am meisten hängt. Und am meisten hängt tut es derzeit daran, dass ich die Skills nur ultra selten einsetzen kann. Ne? Ich kann halt dieses Golden Click gerade mal einmal alle 20 Minuten einsetzen. Und hat aber eine Nutzzeit von gerade mal anderthalb Minuten. Da ist also eine riesige Kluft immer dazwischen. Das heißt, wir müssen unbedingt das in den Griff bekommen. Leider kann man weder seine Effektivität noch kann man seine Effektivität erhöhen. Das heißt, da kommen wir schon mal nicht weiter. Wir müssen also an sich einfach unsere Gesamtstärke erhöhen. Und das würde halt am besten gehen, indem wir nächstes Mal noch vielleicht hier 10 Punkte reinsetzen, dass wir hier Doppeltes haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so viel bringt. Aber auf jeden Fall können wir Babos... Oh, ein Ei. Weg hier. Babos, Kronos und Dora. Ich weiß nicht. Babos. Okay, Babos wäre eine Idee. Naja, Kronos ist komplett egal. Wir haben schon hier massig Zeit. Und Dora ist auch egal. Wir haben sowieso schon mehr als 100% Kisten. Selbst in den hohen Leveln. Da haben wir quasi alle Monster, gegen die wir kämpfen, außer den Bossen, sind Kisten. Wir kämpfen quasi nur noch gegen Kisten. Egal, in welchem Level wir sind. Das heißt, Babos wäre tatsächlich der einzige, wo es sich jetzt lohnt, da noch mal was reinzustecken. Die Frage ist, wie gut skaliert der? 50 pro Level. Natürlich linear. Ja, wie gesagt, ich habe ja letztens schon gemeint, den können wir durchaus ein bisschen hochleveln. Meinetwegen sogar nicht nur auf Level 4, sondern sogar auf Level 6. Dann hätten wir das Vierfache. Also die vierfache Effektivität, weil da 300% dazukommen. Das würde es aber halt auch schon drastisch Hero Souls kosten. Ancient Souls kosten. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir da wirklich 6 Level reinpulvern. Puh. Tja, Admin. Ja, der Admin ist eigentlich relativ gut versorgt. Puh. Und mehr gibt's halt nicht, ne? Das andere haben wir halt schon. Wie gesagt, DPS ist halt... Gut, DPS wird wenigstens nicht teurer. Das heißt, da ist zwar die Effektivität linear, aber auch der Preis bleibt linear. Nicht so wie bei den wie bei den unteren, wo der Preis immer höher wird. Das heißt, der hier wäre vielleicht sogar wirklich eine Option. Ich meine, ganz ehrlich, wenn hier oben der Typ weggeht, dann haben wir... Oh Gott, was ist denn die Fakultät von 10? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, Fakultät bis 5 ist ja 15. So. 21, 28, 36... 45, 55, genau, 55, genau. Das heißt, wir würden, wenn wir den weglassen, 55 Ancient Souls bekommen. Wenn wir die alle hier rein investieren und dann nochmal, ich sag jetzt mal, 30 noch dazu bekommen und die auch hier rein investieren, hätten wir gleich die 10-fache Stärke. Vielleicht gar nicht so schlecht, wobei, na nee, also alles hier reinpulvern werde ich garantiert nicht. Ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen noch hier reinpulvern. Auch wenn ich gucken muss, wie viel. Weil das Problem bei ihm ist halt,
der Huso wird halt extrem teuer. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich mach mal hier, ich mach mal unseren. Ich mach mal hier einen auf Taschenrechner. So, also angenommen, wir nehmen die 55, die oben frei wären. Genau, angenommen, wir nehmen die. Plus die 13, die wir jetzt schon haben. Also 68. So, dann heißt es, wir könnten hier 9 plus 10 plus 11 plus 12, 13. Ja. Mensch, mal, es geht eigentlich sogar. Warte mal kurz. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Upsala. 0. 0. 0. Danke. So, jetzt. Wo war ich gerade? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, alleine mit den Ancient Souls, die hier komplett frei wären, könnte ich hier bereits 5 Level kaufen. Okay. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wartet mal ganz kurz. Wie effektiv wird er denn bis dahin? Pony Boy. Jetzt bin ich ja mal gespannt da. Also. Das wären dann ja quasi, muss ich überlegen. Genau, das wäre Level 13. Das heißt, 13 mal 13, was sind 13 mal 13? 9 und 109 und 219? Kann das sein? Ach, ich hab den Taschenrechner. 13 mal 13, bam. 169, na gut, weit entfernt. Und das dann mal 1000. Also quasi noch 3 Nullen dran. Oder anders gesagt, die ersten zwei Stellen statt der 64 nur 149. 169. Also knapp dreifach so viel. Dafür, dass wir allerdings halt 55 Ancient Souls drin verpulvern. Boah, das ist halt alles so scheiße. Tja, was tun? Ich glaube, darüber machen wir uns mal tunlichst Gedanken, wenn wir tatsächlich transzenden. Ich bin mir echt total unschlüssig. Erstmal gucken, wie weit die überhaupt bis dahin kommen. Ich meine, wir haben derzeit einen relativ guten aktuellen Staffelung, ne? Angenommen. Also wirklich angenommen, wir schaffen es jetzt bis 135, ja, also nicht 136, sondern 35, weil es wird langsam weniger, das merkt man definitiv. Angenommen, wir kommen bis 135. Also gut, jetzt. Das würde ja 1E4 sein, heißt also, wir würden nochmal 20 Ancient Souls drauf bekommen. Also würden wir 53 Ancient Souls gesamt bekommen, weil 13 bekommen wir schon, plus 20 nochmal drauf. Das heißt, bereits nach der Ascension haben wir mindestens 53 Ancient Souls. Nee, 33. Was laber ich? Tja, das heißt, ich bleibe mal bei dem Plan, dass wir morgen Abend transzenden. Das wäre noch die Ascension jetzt und dann noch ein, zwei, drei Ascension nochmal drauf. Also mit der hier zusammen machen wir jetzt noch vier Ascension. Mal gucken, wie viel wir bis dahin rausgekitzelt bekommen. Da bin ich jetzt ein bisschen echt gespannt. Erstmal no homo. Ja. Würde ich mal sagen, gucken wir erstmal, wie weit wir kommen. Dann transzenden wir und hoffentlich bekommen wir dann bis dahin mindestens 50 Ancient Souls. Ich denke aber mal, das. Obwohl, nee. Jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also 50 Ancient Souls könnte schon schwierig werden. Vielleicht. Mal gucken. Und dann
wenn wir wissen, mit wie viel wir transzenden, gucken wir dann, was wir damit am dümmsten machen. So, hier hat man alles hochleveln. Haben wir alles? Ja. So, hier unten kommen wir noch nicht hin. Nee. Gut, dann würde ich mal sagen, alles kaufen. Einmal alles durchaktivieren. Wie sieht es derzeit aus? Naja, 3,5 Minuten. Aber immer noch 20 Minuten Cooldown. Mann, ey. Was soll's? Was soll's? Da steckt man nicht drin. So, nee, das war falsch. So, genau, 25. Jetzt kommst du bitte weg. Du gehst darauf. Dankeschön. Wir haben noch mal mindestens ein Geld bekommen. Ah, nee, wir haben genau ein Geld bekommen. Leon, also ernsthaft jetzt. Weg. Nein, bin ich nicht mehr zufrieden. Bitte gehen Sie weg. Finde ich auch nicht so geil. Bitte gehen Sie weg. Leck mich. So, ach scheiße, haben wir wieder eine ungerade Zahl hier. Wird mich verarschen. So. Easy. Gutchen, dann würde ich mal sagen, ja. Haben wir soweit erstmal ein bisschen überlegt, hat zwar nichts gebracht, aber pff, zumindest haben wir schon mal überlegt, ist ja auch schon mal viel wert, ne? Und dann, ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen und hoffen, dass wir möglichst weit kommen. Das wäre schon geil. Ne, halt, wo, da. Oh, 2,5 Stunden. Das heißt, ich kann es bis heute Abend, naja, mindestens noch zweimal einsetzen. Ah, doch, wahrscheinlich mindestens zweimal, mehr nicht. Wenn ich dran denke. Jo. Bis dahin würde ich da mal sagen, Sau mit V. Oder so ähnlich. Weg mit dir. Weg mit dir. Gut, in dem Sinne, Fülülülülü.